Wir müssen euch mal was zum Thema Mutprobe fragen. Es gibt ja immer so Dinge im Leben, die man wahnsinnig gerne mal machen würde, sich aber halt immer, wenn es möglich wäre, nicht traut. So, was wäre denn was, wo ihr mal total Bock drauf hättet? Einfach mal so die Meinung rausposaunen, einfach so das, was man wirklich denkt. Ich wollte immer mal schwarz fahren, ich habe es bis jetzt noch nie geschafft. Und mit einem Dive-Suit mal so richtig fliegen und nicht nur so runterstürzen. Im Hörsaal, 300 Leute, einmal den Flitzer durchmachen, so ja. Sachen. Schlag ein oder lass es sein? Ich lasse es sein. Nee, dann mach ich es nicht. Was ich echt cool finden würde, das wäre, wenn ich mal ein Auto gegen die Wand fahren könnte. Mit einem Auto gegen die Wand? Ja. Schlag ein oder lass es sein? Ja, ich würde einfach mal ganz spontan sagen, ich schlag mal ein. Okay, ja. Wie heißt du? Ich bin der Max. Max, grüß dich, das passt ja super. Ja. Ich bin der Moritz. Ah, Moritz, ja, das Max ist ja. Max und Moritz. Das ist eine tolle Kombination, ja. Mit dem Auto gegen die Wand? Okay. Also ich fand's als Kind immer verdammt cool, mal eine Nacht komplett allein in einem Kaufhaus zu verbringen. Ah. So. Ja. Okay. Es war so was Verbotenes, man durfte alles ausprobieren, man konnte sich austoben. Nacht im Kaufhaus. Eine ganze Nacht zu zweit, einfach alleine. Machen, was du willst. Deine Entscheidung. Okay, schlagt ein oder lasst es sein? Ja? Ja. Okay. Sarah und Nils. Coole Idee. Da sind die beiden. Sarah, grüß dich. Hi. Hallo, Nils, grüß dich. Jetzt wird's ernst. Habt ihr euch schon mental darauf vorbereitet? Und wie? Ja. Okay. Nervositätspegel? Mittelprächtig. Doch, schon da. Okay. Geht schon. Da drüben geht's rein. Wir bleiben hier draußen. Toi, toi, toi. Alles Gute und viel Spaß. Danke. Danke. Wir haben. Und los geht's. Ja, danke. Es ist 7:50. Noch 10 Minuten, bis das Kaufhaus schließt. 10 Minuten Zeit für Sarah und Nils, sich zu verstecken und nicht erwischt zu werden. Sagen wir, gehen wir hoch, hm? Ja. Das Versteckspiel ist echt. Weder Verkäufer noch Security sind eingeweiht, nur die Geschäftsführung weiß Bescheid. Die am Eingang hat uns schon voll böse angeguckt. Wenn wir reingelaufen sind, ist die auch reingekommen, hat direkt geguckt, was wir da machen. Hey. Liebe Kunden, wir schließen um 20 Uhr. Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir wünschen Ihnen und unseren Mitarbeitern einen schönen Abend. Grünen Zelt da hinten, den kleinen? Na, im Zelt, bloß nicht, dass Sie da reingucken. Scheiße. Wie spät ist es denn? Ja, ich weiß es nicht. Ich denke mal kurz vor 8. Sarah und Nils müssen sich entscheiden. Da hinter die Schlafsäcke. Noch 2 Minuten bis zum Ladenschluss. Der Wachdienst hat die Info, dass die Alarmanlage nicht funktioniert und er nachts regelmäßig nach dem Rechten sehen soll. Sarah verschwindet zwischen den Schlafsäcken. Nils folgt ihr. Eine Nacht im Kaufhaus. Sarahs Kindheitstraum kann wahr werden, aber erst einmal heißt es stillhalten und warten. Der Laden schließt, aber sicher sind Sarah und Nils noch nicht. Die Mitarbeiter laufen direkt an den Schlafsäcken vorbei, wie unsere versteckte Kamera zeigt. Jetzt herrscht Ruhe. Sarah und Nils sollen unseren Reporter Moritz per Funk rufen, wenn die Luft rein ist. So lustig hatte sich Sarah als Kind dieses Abenteuer ausgemalt. Die Realität ist etwas anders. Sind noch Mitarbeiter im Haus? Ist ein Security unterwegs? Von ihrer Ecke aus können die beiden nur wenig vom Kaufhaus überblicken. Wenn sie sich jetzt ganz herauswagen, könnte das Versteckspiel vorbei sein, bevor es richtig angefangen hat. Sarah flüchtet in einen Lagerraum hinter der Auslage. Ich glaube, wir sind sicher. Over and out. Wo bleiben wir jetzt?
denn bei den Schlafsäcken? Da ist er, da ist er. Max, guten Morgen. Grüß dich, servus, hast du es gleich gefunden? Ja, schon. So, da sind wir. Ah, wunderbar. Ja, du darfst auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Okay. Max' Mutprobe klingt verrückt. Er will mit dem Auto gegen eine Wand fahren. Der Alltag des Mathematikstudenten ist sonst wenig verrückt. Zahlen und Formeln rund um die Uhr. Du hast das letzte Mal, als wir uns kennengelernt haben, kurz erwähnt, dass du ja bei Mathematik ziemlich drin hängst, irgendwie stundenmäßig. Ja, da muss man schon richtig was tun. Also, okay. So 60 bis 80 Stunden komme ich in die Woche schon hin. Aber da verstehe ich auch, wie man dann auf so eine Idee kommt, ehrlich gesagt. Ja, man braucht schon irgendwo Abwechslung. Und, und das ist sicher nicht mal schlecht, dass man auch mal ein bisschen was Verrücktes macht zwischendurch. Weil, ich sag mal so, seitdem ich Mathe studiere, ist irgendwie alles lustig, weil nichts ist so trocken und so planar wie Mathe. Also. Mit dem Auto gegen die Wand. Max und Moritz fahren direkt zu den Unfallexperten Nummer 1. 70 Crashtests im Jahr führen die Ingenieure hier im ADAC-Technikzentrum in Landsberg durch. 70 Mal mit dem Auto voll gegen die Wand. Max ist voller Vorfreude. Herzlich willkommen. Ja, schön. Geh einfach mal rein, ne? Gerne. Und? Ja. Ja, ist so ein kleines Bauchgefühl habe ich da schon so ein bisschen. Keine europäischen Sicherheitsstandards, keine Airbags leider in dem Fall. Ja. Wir fahren aber trotzdem 64 km/h. Ja, cool. Ich sitze ja schon mal drin jetzt, ne? Also ich denke mal. Oh. Ja, Mensch, Max. Jetzt Beifahrer hast du auch. Ja. Tür machen wir zu. Ja, schon. Jetzt mit 64 km/h. Ja. Also wenn man es langsamer erstmal proben will, bin ich auch nicht dagegen, aber dann würde ich mal sagen, starten wir doch mal, oder? Max, wir wollen dich ja behalten. Würde ich vorschlagen, wir machen den Test dann doch mit einem Dummy. Du schaust dir das erstmal von außen an. Dann sprechen wir vielleicht nochmal drüber, ob das eine gute Idee gewesen wäre. Ja, schon. Ich meine, die 64 km/h, die haben mich schon ein bisschen irritiert jetzt, ganz ehrlich. Einfach nur, weil die Energie dann sehr hoch ist bei dieser Geschwindigkeit. Ja, ist es. 30 hätte ich mir zugetraut, aber auch davon würde ich abraten. Ich schlage vor, wir gucken uns das jetzt mal an. Und dann reden wir nochmal. So gerne hätte Max gleich diesen Wagen an die Wand gesetzt. Jetzt darf ihn erst einmal ein Crashtest-Dummy am Steuer vertreten. Anhand von Sensoren am Dummy können die Techniker nach dem Crash die Verletzungen nachvollziehen. Seid ihr soweit? Ja. Eine Seilwinde zieht das Auto gegen den Metallblock. Oh mein Gott, nicht schlecht. Max wurde Zeuge eines offiziellen Latin NCAP-Tests für Südamerika. Das ist eine standardisierte Sicherheitsprüfung für Neuwagen. Auf deutschen Straßen ist diese Automarke nicht zugelassen. Ein katastrophales Ergebnis für den chinesischen Wagen. Also Max, ich glaube, an dem Fahrzeug, das ja wirklich kein europäischer Standard ist, kann ich dir ganz gut erklären, warum bei uns leider gar nichts geht mit Crash und an die Wand fahren. Das ist definitiv viel zu gefährlich. Ja. Wenn du jetzt hier mal den Crash siehst, das Lenkrad liegt hinten, vermutlich ist der Fahrer aufs Lenkrad aufgeschlagen. Oh ja, okay, Quetschungen, Prellungen, die Knie sind komplett eingequetscht. Die ganze Fahrgastzelle ist komplett kollabiert. Also da kann man sicherlich von Lebensgefahr sprechen. Ja. Die elektronische Auswertung des Unfalls zeigt später, der Fahrer ist tot. Ich bin ganz froh darüber, dass ich da nicht eingestiegen bin. Ah, eine gewisse Erleichterung? Ja, schon. Okay. Jetzt werden wir ja nicht Abenteuer leben, wenn da nicht auch eben das Abenteuer mit drin wäre. Das heißt, hier, klar, geht's nicht. Hier sind auch die Sicherheitsvorkehrungen einfach sehr, sehr hoch. Gleichzeitig wollen wir natürlich gucken, ob wir nicht doch noch irgendwas möglich machen können. Ja, schon.